Und damit willkommen zurück bei Nobody Wants to Die. Wir haben es geschafft in ihre Bude, wo ich Gott sei Dank nicht abgedrückt habe. Das sieht aus wie so eine Contraption wie vorhin in der letzten Episode. Davon runtergehen kann. Okay, wie wohnt sie denn? Ja, ein bisschen verarmt. Was ist das hier? Those mushrooms are funny. Naja, wenn du denkst. Was ich halt wenigstens noch zu kochen. Aber ist ja das so einen komischen Automaten hier. Okay. Was haben wir hier? Fucking emotions management issues. Tipps for Competition, not to mention derived und alcohol distract him, abuses alcohol. Problem of emotion management. geil. Naja. Funkstation. Sci-Fi Computer. Muss irgendwie auf Röhren wieder zurückgegangen. Oder kann ich nicht sehr viel machen hier. Okay. Ah, das sind die Morde. Das ist eine alte U-Bahn-Station oder sowas. Wo sind die Lichter wieder? Drücken. 2042 Living Museums. In response to the continuing needs of the populace, the government has taken steps to save our planet's natural heritage. Selected rural nature parks will become living museums. They will become a refuge for all endangered species of fauna and flora. Ein Museum, ja gut. Da kann man nicht rein. Ich komme gleich zu dir. Ich schau mich hier noch ein bisschen oben. Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's nochmal zur Küche. Da ist noch so ein Automat. 2057. Bioresurrection. Scientists have painstakingly developed a formula of plant rituals, which can resurrect any plant, even with the smallest amount of sunlight. Soon, living museums will bloom again. Ah. Ist wohl nichts geworden. Sculpture Tradition Methods. So, sprechen wir mal mit dir. Aber da hätte ich noch gerne ein paar mehr Infos zum Buddy, ne? Was sind das für Figuren? Ach so. What are these figurines? They're memories. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, some can be lost. That one's the most valuable. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. Back then, it was just a 2x3-foot hole that ended in a wall of rubble. Instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. And then something flashed in the pile of rubble, so we started digging. And we dug until we unearthed this little Statue of Liberty figurine. It was beaten up, but looked valuable. And we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Taylor. The greatest treasure in this stuff. We found out there used to be a museum here. So we dug more. Day after day, till our hands were bloody.
kept digging. For normal people. It's a portrait of misery. Desperation. But for Taylor, we were adventurers on a fucking treasure hunt. We glued, fixed, and sold everything we found. Would you believe we excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists? Must have taken a while. Almost 5 years, but it was our livelihood. We were dirt poor and surrounded by dirt, but we felt rich. At least until Taylor tricked me. 8 years ago, give or take a few days. Not like you're holding a grudge or anything. I remember exactly when she tricked me, because it was when I turned 21. Her subscription. And Taylor paid for it for me. She did it behind my fucking back. After a month, her subscription expired. We were broke. There was no one to help her. She wound up in the bank. And the body went to auction. And that's why I have to get her out. No matter what it takes. You're the detective. Now you know my motive. Ist eigentlich schon krass, dass sie da mit den Körpern und dem Bewusstsein einfach so rumspielen dürfen. Wir brauchen unsere Medizin. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Das machen wir mal. Und nicht mehr so schlecht Medizin nehmen. Was haben wir hier? Organisation, die Keto Happiness. Ja, funktioniert das super. Chen Sama, synchronisieren, der Weg zum Glück. Wir haben bereits den Weg zum ewigen Leben entdeckt. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie den Weg mit ewigem Glück entdecken. Das Buch, das sie in den Händen halten, James Salmer, Psychologin und Psychiaterin und bekannt für ihre Aussage, Synchronisierung ist alles, was zählt. All die Erkenntnisse darüber, wie wir den Synchronisierungsprozess vertiefen und so ewiges Glück erfahren können. Ja. Was war das? Bluttest. Anfang des Monats. Aha. Okay. Auf Mortality, Sterblichkeit, Körperkonzifizierung am 20.12.2023. Taylor Adams, Ichorit wird unverzüglich zur Gedächtnisbank gebracht. Okay. Ist hier sonst noch jemand? Remember it. This is okay, lesen. Hütchen Jackie. Setzt seine Ader und kämpft für eine bessere Welt. Wenn es dunkel wird, setzt seine Maske auf und sorgt für Gerechtigkeit. Wenn es im Morgengrauen geht, tut es dies mit reinem Herzen, weil es weiß, dass es die Straßen in seiner Stadt gesichert hat. Zusatz: Löse Rätsel und rufe das Hündchen der Gerechtigkeit herbei. Hast du das Zeug zu seinem Gehilfen? Ja, Kinderbuch. Nur hier. Okay, lesen. Testament. Max Peter Dario. Ihr habt Antworten verdient, jede Menge. Aber lasst mich mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe euch angelogen. Ich bin nicht weggegangen. Ich habe alles versucht, um Taylor rauszuholen. Ich wollte euch nicht einbeziehen, weil es sehr gefährlich war. Die Tatsache, dass ihr dies liest, ist Beweis dafür, es tut mir leid, dass ich euch verlassen habe. Es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe und es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe nur eine Bitte an euch und ich habe es mir sorgfältig überlegt. Wenn ich ohne Taylor nicht leben kann, dann möchte ich mit ihr träumen. Ich glaube, dass wir in der Bank gemeinsam träumen werden. Holt mich nicht raus. Liebe Sarah, ich habe alles für euch geregelt.
Die Gegenstände sind unter euren Namen markiert. Alles andere kann weggeworfen oder verkauft oder gleichmäßig aufgeteilt werden. Dario, Max und Peter. Gut. Sarah, wir quatschen mal. Und sie ist weg. Achso. Sie wollte dir was einschenken. James, aren't you afraid your memories will eventually fade away? Yeah. Lucky me. Mine don't fade. They haunt me more literally than I'd like. You must have some good ones. At least one. We're at the movies, and Rachel tries to convince me it's a crime flick she's already seen. They were all the same to her. And of course, she's teasing me, and I'm trying to watch the fucking movie right now. I'd give anything to be sitting there next to her. I'd focus all my attention on her. Maybe then you wouldn't remember it. Maybe it's the imperfect moments that create the most precious memories. Wohl wahr. Ein Zimmer ist gut gesichert. Kennst du das? Aber dabei. This one room, the bedroom, is totally secure. It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. Wie denn besten? Ever watch any westerns? No. What are they about? Really? I love them. I think you'd identify with the characters. Im Raum lag ein Park mit Namen. Kennst du? In the middle of the room was a bunch of files with names. Can't you respect anyone else's privacy? I said none of the siblings knew. If something went wrong, I prepared myself for it. But what's one have to do with the other? I sorted things out for them and left a will that made it clear I believed Taylor and I would be in heaven at the bank. Looks like you covered all the bases. Nice work. Thanks. I try. Okay. Wie bist du bei der Polizei gelandet? Ja. So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work for it. Ja. I had a bit of a head start thanks to my sports career, but it didn't come out of nowhere either. From a previous life. I earned it. You must have had a hard time. Geh mal mit eins. Well, you're the expert. Sit down and make a toast. Hat sich unsere Abteilung um Taylor gekümmert? Wie geht es deinem Geschwister? Ja, geh mal eins. Did our department come for Taylor? Yes. So I... Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never gonna be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move. Our job sucks, huh? At least it slightly improves your chance of survival. Das stimmt. I hope this isn't a tough question. Sarah, how are Max, Dario, and Peter now? I wasn't talking... I saw the name on the cabinets. Did they... Don't worry. They're all alive. And doing pretty well. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Bodies wear out slower. Have you read Chicken of Justice? There is no way you know this. The last of his kind. He could give up, but he fights for a better world for the rest of us. A true hero. Oh, I don't believe it. My brother Dario was crazy about him. I already like this kid. The chicken is only one step away from detective stories. Okay. Mal hier. Lesen. Eingefrorene Erinnerungen und Untersuchungen des unabhängigen Wissenschaftlers, Sozialaktivisten B. Chalmers belegen, dass Erinnerungsstörungen in jedem Jahr, in dem sie in der Gedächtnisbank gelagert werden, proportional zunehmen. George Boyle, der Geschäftsführer der ZFB, lehnte eine Stellungnahme ab. Inoffiziellen Quellen zufolge haben die Behörden ein Verfahren gegen Chalmers eingeleitet,
Also Angst davor, einer Zensur veröffentlichter Wissenschaftler sei die Erkenntnis in unserer Zeitung. Gefährdete Identitäten. Die Professoren R. Refit und Siberne behaupten, dass die Übertragung von Ichorit keine Garantie für die Kontinuität der Identität ist. Das Ichorit, das einen funktionellen Organismus für jedes Individuum in einem Körper aufbaut, stellt die Identität nur in dem Maße wieder her, wie es die neue biologische Umgebung zulässt. Macht auch irgendwo Sinn. Aus diesem Grund ist die Synchronisierung für manche Menschen so schwierig. Träumen des Ichorit. Kennt von einer anonymen Aktivistengruppe, welche die Gedächtnisbank gescannt hat, zeigen Spuren von Aktivitäten eingefrorener Ichorits. Würde das das Ichorit auch ohne Körper in der Lage ist, Gefühle zu empfinden oder zu denken oder zu träumen? Interessante Frage. Okay, ja dann kriegen wir mal, ne? Bottoms up. Auf die Ehrlichkeit. I think we're gonna need it. Okay. What are you renting the body for? Surrogate. For some rich broad. Slime oder? Yeah. Sag mir, es ist nicht Shane Selma. Ich dachte, was mit dem Baby passiert. Sarah, please tell me it's not Jane Selma. I found her file. Calm down. I checked her. I got to her. She had a similar case before, and they couldn't prove anything, even with plenty of evidence. Oh, damn it. The arrangement came from me. She had the dough, I had the body with the right biological conditions, plus I could cover for her. That's why I know she's not a suspect. Ich vertraue ihr mal. Okay. I'll trust you. At least I'll try. Much appreciated. All right. So you invented your body. Where did you get this one? The current model. Solma said it was recycled. Das heißt? Give one to me. No. A recycled body? After what I've seen, that's hard to swallow. They must have put someone on ice for you to get it. No, no, no. Somebody bought a new body, and no one wanted this one. Sicher? We can scan the shell and check. There's no need, really. Let's not. Are you sure you know what you're doing? You need to see the big picture of what you've gotten yourself into. James, I have nightmares. Every single fucking night. I see her in them. Welcome to the club. Every morning, I wake up from them and Taylor can't. And it haunts me. What if she's trapped there in an endless nightmare? They're your nightmares, not hers. You're projecting your fears where they don't exist, and you have to deal with them. James, I have to save her. Fuck! Ich hasse es, wenn irgendwas mit Nägeln passiert. You understand? Yeah. I get it. Sometimes you have to cross the line. And if you do it, at least make it for someone you love. Well, I don't know if that's what I want. Do you know what I'd give to see Rachel again? Fucking anything. Thanks for being straight with me. Press your finger. I can handle it. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, wohin geht's? Wir müssen Ermittlungen vorantreiben. Sarah, ja. We need to start investigating. Just a minute. Not so fast. One more question. A basic one. Yeah. Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic?
I told you, I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Mm-hmm. Can you fire up the board here? No. We'll do it the old way then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. I can't believe all this evidence. Okay, Kontrolle right über Queen gibt uns an, dass der Mörder die Kontrolle. Wurde auf Tite die Intrige ab, außer Queens Fall mit der Schießerei auf Icarus zu tun. Strong assumption. We better go one step at a time. Now? Okay. You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Green hat eine illegale Maschine zur Bewusstseinsübertragung im Geheimraum. James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Okay. Hinweis auf viele fruchtlose Versuche, das aktuelle System zu retten. Salmas Aufnahmen von den Gesprächen während Synchrotests zwischen Salma und Green. Die Vorhersagen verhießen nichts Gutes. Uns dem Roten Salon. Und zangsüchtige Senatoren, vollwissiger Governor und der Medien-Tycoon. Was haben wir hier noch? Ganze Leute, eine Gruppe aus Journalisten und Prominenten aus dem Roten Saloon. Waisenhäuser. Queens Waisenhäuser waren eine geheime Körperfarmen für ihn, die die anderen. I still don't get that part of the story. When I think that they really use the. Übertragungsmaschine. Everyone like him deserved it. This bust. How do you deal with that kind of desynchro? And how do you deal with it? I don't know if I'm the best example. Hat er damit Probleme? Warte mal, wo war das? Sams Aufnahmen. How did you describe das vielleicht. That you're losing control of yourself? Mm-hmm. It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. It should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Salma sounds familiar, don't you think? Shit. I thought she was gonna get herself a synthesizer. If synchro tests have a positive effect, then maybe there is something that does the opposite. Gibt es Beweise? Das doch vielleicht? The plan for the next 100 years. Numerous attempts to save what we have. Nee. System. And our system isn't perfect? At least for them. It turns out not to be the case. Apparently, every prediction ended in disaster. Jetzt Leute, Waisenhäuser. Was könnte da noch hinzukommen? Der Modus operandi eines Mörders. Symbolen und Daten. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Es wird nah, das war eigentlich klar, dass das nichts ist. Hypothese verwerfen. Weiß nicht. Fucking dammer. Nee. Oh, haven't heard that before. Good to know you still have feelings for them. Fernsehleute, Waisenhäuser. Hängt das da damit zusammen? Nee. Okay, verwerfen. I'm getting used to the big names of the corpses at our feet. Nee. What are they doing there? Apart from the obvious. Together they worked on how to calm the riots. Fernsehleute. Who knows if they would have failed? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Familiar faces, but. Nee, auch nicht. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Machen wir da weiter. Bedeutung der Intrige. Worauf zieht ihr die Intrige ab? Was hat Greens Fall mit der Schießerei in der Icarus zu tun? Könnte die Farm mitspielen? Warte mal. Ouroboros, der Modus operandi. Also nee. Wir machen das Aufnahmen von Greens Massaker. Danach ist. Stimmt. There may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior. I know it's damn suspicious. Let's just put it together piece by piece.
Okay, Bonzen im roten Saloon. Das war dann hier oben, oder? Ja. Salomon sollten sich die Bonzen wohl ums Krisenmanagement kümmern. Warum wurden sie also ausgeschaltet? Lernen sie Leute eventuell auch mit? Nee. Ikaros, der berühmte. Ja. Noch mehr große Namen, die darum kämpfen, die Macht und das Geld auf Kosten der normalen Bürger zu behalten. Warum wollte Queen sie töten? Die Queen bedeutet die Tötung dieser beiden Hüllen eine kritische Masse. Wenn in der Stadt weniger Menschen über wirkliche Macht verfügen, gab es keine Möglichkeit, das Chaos aufzuhalten. Okay. Whether it was Green's will or someone else was pulling the strings, why did Green have to die? I see at least two, three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. Are you sure? I was, but I changed my mind. Eh? Okay. Was haben wir hier? Puppenspieler. Wenn jemand Green beeinflussen konnte, dann kann die Person gewiss auch andere kontrollieren. Green didn't have to be the only one like that. Okay, das machen wir weg. Was haben wir hier? Green Schatten Green war ein Abfuhr in der Intrige, deren Ziel es war, die Stadt brennen zu sehen. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Ja. Green was the last person who could stop the spreading chaos. I wonder if his death was a crime of passion or if it was planned. Da würde das zuspielen. Um die Weltordnung zu zerstören, braucht es Pläne, die über Jahrzehnte hinweg vorbereitet werden. Aber Green starb, bevor er sich zu Ende bringen konnte. War es sein Werk oder das des Mörders? Wer hat die Fäden in der Hand? Analyse abschließen. How much planning does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all of this. Aber warum alles kaputt machen? Ich meine, es lief doch für sie gut, oder nicht? Also auch wenn es falsch ist, klar. And you? Why do you become a cop? Ich mochte wissen, ich habe eine gute Karriere für niemanden. Always had a thing for crime mysteries. Sure. Who doesn't? Is that all? Well, I guess I had some ideals too. I believed in justice and shit like that. But you don't anymore. As much as ever, I'm just not looking for it in the department. Copy that. Eins. Let's try to draw some conclusions. Honestly, I see two main possibilities. Or we're just seeing a small part of a bigger plan by someone who's always two steps ahead of us. Or Green's plan played out with Kovalev's help. Mm-hmm. How do you figure? Fuck, I don't know. He has access to some advanced tech. He managed to make contact with you in the Red Room. He knew everything that happened. Like he was in Green's head. I thought Green just committed suicide, but now I'm having a tough time buying that. Sorry, I've got a lot of thoughts. What do you think? Who's behind all this? Murderer or Green? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Ich glaube nicht, dass es Green war. Weil das, dass er sich dann selbst umgebracht hätte, das passt nicht dazu. Ich sag eins. A murderer. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus. And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos. So, what's his next step? The motherfucker leaves no trace. The trail's cold. Why haven't we heard of him before? He's a pro, after all. Criminals are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No. Poison may have been removed from reports. Check the final death. Man soll wirklich finden? Oh, I think I have something. 2 weeks. No. Shit. I was wrong. Forget it. Sarah, rewind. No,
You can't touch your own case or reconstruct it or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? You know the answer. Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. This one shouldn't be so easy to spot. Ah, thanks. Kriegen wir jetzt die Rückblende und wissen dann, was eben den Zug passiert ist? Und es war ja schräg, wenn da unser Mörder mit reingespielt hat. Aber wir kennen den eigentlichen Fall bis jetzt noch nicht. Oh, wir sind wieder hier. Aber er muss das langsam mal verarbeiten, weil das macht ihn kaputt. Looking in the mirror at yourself, sometimes the scariest thing imaginable. But it was time to face myself on my own, without dragging anyone else down. Na? Das braucht's aber länger. Na komm schon, Spiel. Schaffst das. Ah, das Zimmer ist sauber. Sommeraufnahmen machen ist echt furchtbar. Oh. Ja, okay. Don't go. This is no ordinary schmuck who slings packages in the street. I just entered the initials and Hestia asked, am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Fine. But what if you don't? I will. Whatever it takes. Can't cover your ass if you do this. James! We just received word of gunshots in Central Park! Crowd is panicking! Ja, das System geht langsam unter. Wir brauchen mehr von dem. Aufsteigen. The problem with this Zweck ist noch two kinds da, beziehungsweise those with an awful taste. Das sind normal Freunde. Okay. Wie haben wir diesen Zug zum Entgleisen gebracht? Beziehungsweise sehe ich das richtig, dass da die Brücke eingestürzt ist? Ah. Oh, ass leg. James, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. Never felt better. Warum ist es ausgerechnet hier tödlich?
Oh ja, wir werden so richtig heftige Flashbacks kriegen, wenn wir da schon unsere Frau gesehen haben. Damn it. I can't see anything. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I not one big lead? Okay, hier haben wir was. No ticket jokes, conductor? Anything? That motherfucker had to shoot everyone. So many bodies lost. What? Why can't I remember anything? Sind wir hier? Rachel had a similar one. She recorded lectures with it. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. Ich. Doch, das wird schon sein, dass da hier jemand ferngesteuert war. Nächste hier drunter. Ja, das ist noch eine. Ich dachte gerade, da wäre noch eine Leiche. Most of the blood evaporated in the fire. Maybe the UV will detect something. UV-Lampe. Einmal reinschauen. Okay, hier. Nach da oben. Zu ihm. Ja, es endet hier. Ah, nee. Es geht da weiter. Deep in blood. This is my James Kara. Oh, I don't have enough information to reconstruct it. Gut, sonst. Ja, I guess this. That's it. Was haben wir hier? Ein Foto machen. Okay, hier. Some bodies were permanently damaged. There's something here. I have to check it out. Und Nummer 3. Ja? The frame looks shot through. I'll check it. Was? Ach so, ja, da rechts sind die Einschusslöcher. Ich dachte schon, muss ich das noch wegen am Glas aufheben. Untersuchen. Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. Voilà. Oh, Sullivan. Did I? No. Wieso liegt das denn? I don't know if reconstructing is a good idea. There was a major. Ach, wir werden es doch sowieso tun. Before the derailment. I'll check where the shooter was. Jetzt geht nicht mehr weit. Es geht nicht mehr weiter. Hä? Ach so, Rennmodus. Okay. Okay, die Schüsse kommen da hinten. Who shot them? I remember this. I was chasing a guy, a dealer. Motherfucker was armed. Like he was standing around here somewhere. I already have a lot of data. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. Sollen wir jetzt wirklich warten? Was passiert, wenn wir warten? Ist das eine Option? Mal ganz kurz was nachgucken. Nee. Ich hab mir gedacht, da geht's vielleicht weiter, ja? Okay, machen wir das mal. Nichts Komisches wird passieren. What's going on? We'll get through this difficult moment together.
Was? Nein. Das kann nicht sein. He overwrites my memories. What does he know about the train? Synchro test? Is this how he brings up memories? Das macht sogar Sinn, dass es von da kommt. Are you alive? That blood? Killer uses your memories against you. Like a parasite. Squeezes into gaps left by the desyncs and modifies them. I don't know. He hacks synchro tests and finds out everything. He does it somehow. Run away from there. Come home and we'll talk about it. Don't reconstruct any further, understand? I can't be with you now. Was geht mit ihr ab? I'll explain later. My body is in trouble. Was? Okay, over and out. Ja, aber dann lass uns doch helfen. Ja, das. Ja, red mal ins Gewissen. Was ist im zweiten Wagen passiert? Wir sollten es wirklich lassen. Ach, da geht's weiter. Okay. Das ist Teil von dem Gebäude hier. As long as you don't get consumed by frustration. Okay, immer noch oben. Noch eine Leiche hier. What? What's going on? Ja, dass du jetzt Blut spuckst, das finde ich gerade auch ein bisschen fragwürdig. Did you know that in the last single test I talked about us? I understood that you would never accept my decisions. Life ends. Even memories fade away. Nothing else will happen. We tried. I know. Warte mal. Hat sie Krebs oder so gehabt? Und sie wollte dann ganz normal sterben? That would be wrong. We would be bad people. We really are. Die war gegen das System. She would never. It's my own fears feeding on her death. Das sieht ja auch geil aus. Davon gibt's auch mal kurz ein Foto. Reconstructing this is gonna be Sisyphus work. The difference is Sisyphus tried to cheat death, not to immerse himself in it. So, was haben wir hier? Driver License. Adam Drew. Aber irgendwas übersehe ich hier noch. Was übersehe ich hier, was du da gerne hättest? Ich gehe mal weiter. Also was? Unterschrift. New York Hellhounds. Ah, vielleicht sollte man dich auf ein Glas gehen. Time to yell.
wound. Why can't I remember anything? It's starting to look like a graveyard on wheels. I'm moving to reconstruction. Was, jetzt schon? Ja, gut. Brich bitte nicht zusammen. Wieder aus der Ich-Perspektive. Really? Zug hier drauf. Okay. Let's assume that's true. I shot everyone like a madman. What's next? Have a look. Nein, das kann ich, nein, das glaube ich einfach nicht. Dass er einfach doch alle erschossen hätte. Okay. Aber liebe Leute, wir sind mal wieder an der Zeit. Ich mache mal wieder Pause. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und dann mal schauen, wie das hier noch enden wird. Aber auf jeden Fall nicht gut. Dessen bin ich mir sicher. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.